Kühle Nebelschwaden durchzogen Lübeck. Vor dem Richtblock standen die Gehilfen des Scharfrichters Friedrich Rendel. Dieser war ein stattlicher Mann in einem schwarzen Umhang, dessen bleiches Gesicht unter der Kapuze jedoch eher Gutmütigkeit als Hartherzigkeit zeigte. Neben ihm der Richter, dessen überheblicher Blick zeigte, wie sehr sich dieser Herr seiner hohen Stellung bewusst war. Etwas abseits stand Karl Johannes Plessing mit seinem Kollegen Hauser und weiteren Polizisten. Weiterhin waren anwesend der Vertreter des Oberstaatsanwalts, der Gefängnisdirektor, Polizeisenator Hermann Ritscher, zwei Mitglieder des Gerichts der ersten Instanz, je vier Abgeordnete der Gemeinde und der Staatsanwaltschaft sowie einige von der Staatsanwaltschaft ausgewählte Zeugen. Es war 5 Uhr in der Früh. Bringt den Verurteilten heraus. Julius Gröbler wurde von zwei Wachtmeistern vor den Richtblock geführt. Der Blick des Mörders war ausdruckslos. Vor 8 Tagen hatte dieser Mann den angesehenen Schankwirt Wilhelm Hausmann auf offener Straße niedergeschossen. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt und neben ihm ging schweigend ein Priester. Wir hören das Urteil. Der Beschuldigte Julius Gröbler, geboren am 11. April 1843 in Lübeck, wohnhaft in der Kanalstraße 4, wurde von den hier anwesenden Sicherheitspolizisten Friedrich Hauser und Karl Johannes Plessing des Mordes an dem Gastwirt Wilhelm Hausmann überführt. Das Hohe Gericht verurteilt ihn zum Tode durch das Henkerbeil. Der Scharfrichter wird das Urteil vollstrecken. Gröblers Blick blieb kalt und zeigte keinerlei Reue. Gröbler, habt ihr noch etwas zu sagen? Nein. So sei es. Scharfrichter. Der Henker nickte respektvoll. Dann gab er seinen Knechten ein Zeichen. Die beiden packten den Verurteilten, drückten seinen Kopf auf den Richtblock und im nächsten Augenblick durchtrennte das schwere Beil den Hals des Mörders. Ich hatte schon viele Menschen sterben sehen. Dennoch zuckte ich bei diesem Anblick zusammen. Hauser erging es nicht anders. Ruhe in Frieden. Es ist vorbei. Ja. Einer der Henkergesellen nahm den abgetrennten Kopf auf und legte ihn in einen bereitgestellten Sarg. Dann wurde auch der Leichnam in den Sarg gehoben. Dieser wurde verschlossen und aus dem Gefängnishof getragen. Die Menschen hielten noch eine kurze Zeit inne. Dann verließen sie schweigend den grausigen Ort. Plessing und Hauser sahen sich um. Dann blieben die Blicke der beiden an der sich auf dem Kopfsteinpflaster ausbreitenden Blutlache hängen. Als ich mich von dem grausigen Anblick losreißen konnte, bemerkte ich Polizeisenator Ritscher, der sich mit ernster Miene auf uns zubewegte. Auch er war von dem, dessen Zeugen wir eben geworden waren, schwer gezeichnet. Meine Herren, ein düsterer Morgen in düsteren Zeiten. Senator Ritscher, Gröbler hat seine gerechte Strafe erhalten. Schon, er hat den Mord gestanden. Allerdings lässt mich das ungeklärte Motiv nicht ruhen. Gröbler stammte nicht aus Lübeck, er arbeitete nur hier. Was war geschehen? Warum tötete er? Und warum ausgerechnet diesen Wirt? Dieses Geheimnis hat er nun mit ins Grab genommen. Ja, aber ich kann das nicht so einfach akzeptieren. Er hat doch die Tat gestanden, Senator. Warum ist dann das Motiv noch von Belang? Wollt ihr es etwa nicht wissen, Plessing? Ich kenne euch inzwischen ganz gut, denke ich. Ihr gehört zu denen, für die ein Verbrechen erst dann aufgeklärt ist, wenn alles zusammenpasst. Deshalb weiß ich,
dass ich bei euch an der richtigen Adresse bin. Was meint ihr, Senator? Ich will und kann mich nicht an diese Hinrichtungen gewöhnen. Ich möchte wenigstens mein eigenes Gewissen beruhigen können, indem ich mir einrede, dass der Tod dieses Mannes das richtige Urteil war. Senator Richer, es war ganz ohne Zweifel das richtige Urteil. Es gab Zeugen, die den Mord beobachtet haben und Julius Grübler selbst hat es zugegeben. Eben. Aber warum tat er das? Ein Mann, der vorher nie auffällig wurde, geht abends am Hafen spazieren, sieht einen Mann und erschießt ihn einfach so? Handelte er aus eigenem Interesse oder wurde er geschickt? Gibt es Hintermänner oder war es gar eine Verwechslung? Senator, wir haben uns bereits Wochen mit der Suche nach dem Warum herumgeschlagen und nichts herausfinden können. Nun wird sein Motiv mit ihm beerdigt werden. Ja, so scheint es, Hauser. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Es muss mehr dahinter stecken. Wir leben in einer Zeit des industriellen Fortschritts. Das ist einerseits gut, andererseits aber ist es schlecht. Viele Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und stehen nun mit ihren Familien mittellos da. Andere behalten ihre Arbeit, werden aber weitaus schlechter bezahlt als vorher und rutschen ebenfalls in die Armut ab. Wer keine Arbeit hat, hat kein Geld. Wer kein Geld hat, kann sich nichts zu essen leisten, von einer eigenen Wohnung ganz zu schweigen. Ach, und so versuchen einige, sich ihre Groschen auf kriminellem Wege zu beschaffen. Es gibt derzeit so viele Gründe zu morden. In der Tat. Findet ihr das etwa lustig, Plessing? Natürlich nicht. Ich wollte nur... Verdammt, vor wenigen Minuten hat hier ein Mensch seinen Kopf durch den Scharfrichter verloren. Aber wir haben es bisher nicht geschafft, die Beweggründe für seine Tat zu ermitteln. Das wird in Zukunft anders werden, meine Herren. Ihr werdet jetzt losziehen und mir Gröblers Gründe für den Mord an diesem Gastwirt, diesem... Hausmann. Ja, diesem Hausmann finden. Die neue Zeit mag viele Fragen aufwerfen, aber wir werden zumindest versuchen, Antworten zu finden. Und zwar mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Haben wir uns da verstanden? Er ist aber wirklich dünnhäutig geworden. Die vergangenen Ereignisse haben ihn anscheinend mehr mitgenommen, als man annehmen sollte. Karl Johannes Plessing. Der Tote auf der Wallhalbinsel. Ein historischer Lübecker Kriminalfall von Andreas Nitschke. Eine Studio Fore Produktion 2017 in Zusammenarbeit mit dem Hörspielnetzwerk Schleswig-Holstein. Ich stand auf einem Landungssteg am Lübecker Hafen. Auf diesem Steg konnte ich vor 2 Jahren, als ich aus dem Krieg heimgekehrt war, endlich meine geliebte Frau Sophie wieder in die Arme schließen. Karl, oh Karl, wie sehr habe ich dich vermisst. Sophie, Sophie, endlich. Karl, du bist zurück, gesund und munter. Und du bist hier und hast auf mich gewartet. Oh, ich liebe dich, Sophie. Karl, Karl, ich liebe dich doch auch. Plessing, wo bleibt ihr denn? Ja, ja. Vielleicht... Vielleicht was? Vielleicht sollten wir uns an unseren alten Freund Maus wenden. Der alte Gauner hört bekanntlich sehr viel. Wo steckt er eigentlich? Der hat sich irgendwo verkrochen. Wie ich hörte, hatte er ziemlichen Ärger mit einer Diebesbande, für die er den Hehler spielen sollte. Er wird sich wohl nie ändern. Wir doch auch nicht. Aber kommt. Plessing und Hauser standen vor der Schiffergesellschaft, dem Treffpunkt der Kapitäne und Seefahrer, der inzwischen zu einem großen, prunkvollen Gasthaus umgebaut worden war. Das Gespräch mit Polizeisenator Richer im Gefängnishof hatte den erwünschten Effekt erzielt. Ihr Spürsinn war neu entfacht und die beiden wollten hier einen neuen Versuch starten, hinter Gröblers Motiv zu kommen. Ah, meine Herren Polizisten, was kann ich für euch tun?
Plessing liebte die rustikale Einrichtung des Gasthauses. Die Tische und Bankreihen aus dicken Eichenplanken strahlten eine zünftige Gemütlichkeit aus. Was könnt ihr denn empfehlen, Frau Wirtin? Geräucherte Forelle mit einem deftigen Kartoffelsalat. Die Wirtin war eine runde, gemütliche Frau von etwa 40 Jahren, deren rosa Wangen im Schein der Öllampen glänzten. Hört sich gut an. Also bitte zwei Forellen und zwei gut gefüllte Humpen eures besten Bieres. Sehr wohl, Herr Wachtmeister. Setzen wir uns in diese Nische, Hauser. Gute Idee von euch, hierher zu kommen. Ich habe einen Bärenhunger. Immerhin sind wir schon seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Ja, und Sie haben das beste Bier der Stadt. Aber ob uns die Wirtin heute mehr sagen kann als letzte Woche? Ihr habt doch unseren Polizeisenator gehört, Hauser. Wir sollen Antworten auf die neuen Fragen erhalten oder so ähnlich. Die Stadt verändert sich und so weiter und so fort. Das mag ich so an euch. Ihr habt ihm zugehört. Ja, ihr etwa nicht? Nun ja, es ist nicht leicht, ihn zu überhören. Und er hat ja im Grunde auch nicht ganz Unrecht. So, meine Herren, hier kommt das Bier. Frau Wirtin, wenn ihr kurz Zeit hättet, dann setzt euch bitte kurz zu uns. Gern. Es geht noch einmal um Julius Gröbler. Oh, es geht euch immer noch um diesen Kerl? Habt ihr vielleicht etwas zu eurer Aussage von letzter Woche hinzuzufügen? Nein, ich habe euch alles gesagt, was ich wusste. Aber vielleicht habt ihr etwas vergessen. Vielleicht nur eine Kleinigkeit. Noch nicht einmal in böser Absicht, sondern weil es euch unwichtig erschien. Gröbler ist heute früh gerichtet worden. Vor ihm braucht ihr euch also nicht mehr zu fürchten. Vor dem fürchte ich mich nicht, keine Sorge. Und dass er hin ist, habe ich bereits gehört. Er war ein Mörder und wurde seiner gerechten Strafe zugeführt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber warum stellt ihr immer noch Fragen? Ist dieser Fall nicht mit seinem Tod abgeschlossen? Schon, aber uns beschäftigt die Frage nach dem Warum. Warum wurde Wilhelm Hausmann von Julius Gröbler niedergeschossen? Anscheinend weiß niemand die Antwort, oder will einfach niemand reden. Und wenn es so ist, warum nicht? Versteht doch, niemand erschießt irgendjemanden ohne einen Grund. Das mag schon sein, Wachtmeister. Und Gröbler hatte sicherlich auch einen Grund. Aber wie kommt ihr darauf? Ich würde etwas darüber wissen. Verratet ihr mir, was ihr vermutet oder was hier im Hause so gemunkelt wird? Vermutet? Gemunkelt? Ich gebe nichts auf den Tratsch anderer Leute. Also bitte. Eine Schankwirtin, die nichts auf Tratsch gibt? Die gibt es nicht. Vielleicht kann dies euer Erinnerungsvermögen etwas anstacheln. Sehr großzügig. Aber nein. Ich bin mir sicher, dass ihr uns etwas zu erzählen habt. Ich kann mich nur wiederholen. Wilhelm Hausmann kam vor einem halben Jahr in meine Gaststätte und bot mir seine Arbeit an. Er legte mir ausgezeichnete Zeugnisse vor, aber ich musste ihm dennoch ablehnen. Er fand dann schließlich in der Gaststätte zur Holden Maid eine Anstellung. Vielleicht wurde ihm das zum Verhängnis. Den besten Ruf hat diese Spelunke wahrlich nicht. Das stimmt. Dort geben sich Gauner und Halsabschneider die Klinke in die Hand. Ob und warum er aber mit diesem Gröbler Ärger hatte, kann ich euch nun wirklich nicht sagen. Schade. Aber wenn er doch so ausgezeichnete Zeugnisse vorlegen konnte, warum hat er dann ausgerechnet in dieser Gaststätte gearbeitet? Er hätte doch überall Arbeit finden können. Anders gefragt, warum habt ihr ihn abgewiesen? Was nützen die besten Arbeitszeugnisse, wenn keine Arbeit vorhanden ist? Wir können hier beim besten Willen kein weiteres Personal mehr brauchen. Oder nein, brauchen schon, aber ich könnte eine weitere Arbeitskraft nicht bezahlen. Viele versuchen in Lübeck ihr Glück zu finden, weil es auf dem Lande kaum noch Arbeit gibt. Ihr könnt es jeden Tag im Lübecker Boten lesen. Die Wanderarbeiter strömen in Scharen in unsere Stadt. Doch auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Man muss mit der Arbeit zufrieden sein, die man bekommen kann, wenn man denn eine bekommt. Alle, die Hausmann kannten, sagten, er wäre ein ehrlicher und guter Mensch gewesen. Ich habe nie jemanden ein schlechtes Wort über ihn sagen hören. Danke, Frau Wirtin. Gern. Euer Essen kommt gleich. Klingt geradezu nach einem Heiligen. Kein Heiliger wird Opfer eines solchen Verbrechens. Da ist was faul an diesem Hausmann. Ihr habt recht. Wenn Wilhelm Hausmann so ein rechtschaffender Mann war, wieso wurde er dann erschossen? Vielleicht finden wir noch etwas in seiner Wohnung.
Was war wohl Hausmanns dunkles Geheimnis? Wir werden es herausfinden, Hauser. Ein Berg von einem Mann betrat das Lokal und blickte sich nervös nach allen Seiten um. Als er Hauser und mich erblickte, zog er seinen breitkrempigen Hut tiefer ins Gesicht. Er trat an den Tresen und begann mit der Wirtin zu tuscheln. Ich suche Wilhelm Hausmann. Wisst ihr, wo ich ihn finde? Aber habt ihr es doch noch nicht gehört? Was denn? Wilhelm Hausmann ist tot. Was? Das kann nicht sein. Diese Nachricht schien ihn tief zu treffen. Er schnappte nach Luft und stützte sich haltsuchend an eine Planke. Was ist mit euch? Möchtet ihr etwas trinken? Weh? Bitte ja. Furchtbar. Hier habt ihr einen Krug mit Bier. Nein, bringt mir etwas Stärkeres. Hier. Das sollte reichen. Wie ihr wünscht. Wie und wann ist Wilhelm denn verstorben? Lange kann es nicht her sein. Ich habe erst letzte Woche einen Brief von ihm bekommen. Es war letzten Dienstag. Er wurde erschossen. Erschossen? Wilhelm wurde umgebracht? Ihr wisst es tatsächlich nicht? Woher auch? Ich bin nicht von hier. Ich wollte meinen Freund Wilhelm besuchen und war jetzt mehrere Tage unterwegs. So sagt mir doch bitte, was geschehen ist. Vielleicht sollten wir uns mal mit diesem Herrn unterhalten. Wartet. Wir sollten erst einmal weiter zuhören. Es ist gerade sehr interessant. Ich bitte euch, was ist geschehen? Hausmann wurde nachts auf der Wallhalbinsel am Hafen von hinten erschossen. Der Täter war wohl ein gewisser Julius Grobler, angeblich einer der Wanderarbeiter, die derzeit zuhauf nach Lübeck kommen. Dabei gibt es schon für Einheimische zu wenig Arbeit. Wie gesagt, ich bin hier nur zu Besuch. Julius Grobler, sagtet ihr? Kennt ihr ihn? Nun ja, einen Julius Grobler kenne ich. Er ist Schuhmacher vom Beruf und lebte, als ich das letzte Mal von ihm hörte, in Ratzeburg. Und der soll einen Mord begangen haben? Hier in Lübeck? Nein, das kann ich nicht glauben. Es gab Zeugen, die ihn am Hafen gesehen haben wollen. Und man hat ihn gefasst? Oder konnte er fliehen? Nein, fliehen konnte er nicht. Na dann werde ich ja mal im Gefängnis sehen, ob es sich um meinen Grobler handelt. Das wird nicht möglich sein. Nicht? Nein. Er wurde heute Morgen hingerichtet. Es ist spät. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Aber... Wir sollten ihm folgen. Gute Idee. Ihr wollt schon gehen? Ja. Aber euer Essen. Tut uns leid. Auf bald. Kommt schon, Plessing, sonst ist er weg. Hauser und Plessing liefen auf die Straße und blickten sich hastig um. Sie konnten gerade noch sehen, wie der große, kräftige Mann in eine Kutsche sprang, die sich sofort Richtung Stadttor in Bewegung setzte und rasch an Tempo gewann. Die beiden Polizisten winkten ebenfalls nach einem Wagen. Hey da, Kutscher! Hierher! Brrr, brrr. Folge dem Wagen dort! Jawohl, Herr! Wir haben wieder eine Spur. Dieser Mann kann da anscheinend sowohl das Opfer als auch den Täter. Er wird noch mehr wissen. Hauser, wir kommen dem Motiv näher. Er scheint es sehr eilig zu haben. Seine Kutsche beschleunigt. Schneller, Mann, schneller! Darf uns nicht entkommen! Da, er biegt in den Brückenweg ein. Wo will er nur hin? Unser tapferer Fahrer gab sein Bestes und so konnten wir tatsächlich den Anschluss halten. In wilder Fahrt ging es durch den Brückenweg und über die Travemünder Allee. Dann bog die Kutsche in einen Waldweg ein, der ins Lauerholz führte. Mir war immer noch nicht klar, wo dieser Kerl hin wollte. Hauser dagegen blieb gelassen. Hier im Wald kommt er nicht mehr so schnell voran. Bin gespannt, wo die Fahrt endet. Kutscher, folgt weiter der Kutsche, aber haltet Abstand. Jawohl, Herr. Im Lauerholz gibt es ein paar große Lichtungen, auf denen sich Zigeuner und allerhand Gesindel eingerichtet haben. Zwielichtige Gestalten an zwielichtigen Orten. Hier kommen rechtschaffende Männer allerdings eher selten hin. Brrr, brrr. Das deut mir leid, meine Herren. Aber hier komme ich nicht wieder. Die eine Chor ist nur drüben, ob die Lichtung rollt und starm leben. Jemand ist utstegen. Nun gut, dann steigen wir hier auch aus. Hab Dank. Ich dank, Jucher. Aber ihr versteht, dass ich nicht hier ob Juch warten kann. Aber ja, Freund, fahrt nur heim.
Wir kommen auf anderen Wegen nach Hause. Das hoffe ich für you. Leb wohl. Seht, er läuft zu der Feuerstelle auf der Lichtung. Es ist tatsächlich ein Zigeunerlager. Folgen wir ihm vorsichtig. Wir müssen näher ran. Seltsame Menschen, diese Zigeuner. Da drüben, schaut. Er klettert in jeden Wagen und kommt nach kurzer Zeit wieder heraus. Wir müssen näher ran. Wartet, Hauser. Was, wenn sie Wachposten aufgestellt haben? Wir müssen eben auf der Hut sein. Franco, wo steckt ihr denn? Hauser, da. Ja, ich sehe ihn. Er geht auf den letzten Zigeunerwagen zu. Ehrlich, mein Freund. Ihr seid zurück. Was gibt es? Ich muss euch sprechen. Na gut. Kommt herein. Mist, kommt. Wir müssen hören, was er zu sagen hat. Ihr glaubt nicht, was ich vorhin erfahren habe. Was war es denn, das euch so erregt hat? Spottet nicht, Franco. Es ist ernst. Und dann erzählt. Wilhelm Hauser. Wir müssen näher ran. Was sagt ihr? Tod. So, so. Bedauerlich in der Tat. Aber er war schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Vor einigen Tagen erst schickte er uns einen Brief, in dem viele sehr interessante Informationen steckten. So einfach ist es nicht, Franco. Er starb nicht an Altersschwäche. Er wurde ermordet. Ermordet? Was redet ihr da? Wer sollte einen Grund haben, Hausmann zu ermorden? Julius Kröppler. Kröppler? Was macht der denn in Lübeck? Was glaubt ihr? Dieser Hurensohn! Was dankt er sich bloß? Wo ist er jetzt? Wir müssen ihn finden. Verdammt! Ich werde ihm eigenhändig den Hals umdrehen. Diese Arbeit hat man uns schon abgenommen. Er wurde heute früh hingerichtet. Das ist nicht gut. Nun versteht ihr, was mir Sorge bereitet? In der Tat. Was werden wir jetzt tun? Weitermachen wie geplant? Oder erst einmal warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist und die nächste Aktion verschieben? Verschieben? Auf gar keinen Fall! Wir halten am Zeitplan fest. Ich werde doch wegen dieses Idioten nicht auf 20.000 Reichsmark verzichten. Was, wenn Hausmann geplaudert hat? Ausschließen können wir das nicht. Wahrscheinlich hat Gröppler mit Gewalt versucht, herauszufinden, was Hausmann wusste. Und er wollte uns zuvorkommen. Was ist mit seinen Leuten? Sind die auch hier in Lübeck? Das weiß ich noch nicht, aber ich werde mich umhören. Ah, tut das. Wenn der Kahn in 2 Tagen anlegt, wollen wir doch keine Überraschungen erleben. Selbstverständlich nicht. Gut. Geht nun zu Tarkan. Er wird euch ein Pferd geben. Ich werde euch nicht enttäuschen. Aha, sehr interessant. Wahrhaftig. Verschwinden wir jetzt besser auch. Eine Stunde später kamen Plessing und Hauser am Lübecker Hafen an und betraten einen Steg, der zu einem kleinen Häuschen führte. Hafenmeister, wir haben mit euch zu reden. Sieh an, die beiden Herren von der Sicherheitspolizei. Was kann ich für euch tun? Wir brauchen alle Informationen über den kommenden Donnerstag. Welche Schiffe, Kähne oder sonstiges liegen an diesem Tag hier an? Und das soll ich euch jetzt einfach so aus dem Gedächtnis sagen? Das wäre schön. Ja, aber nein. Nein, das kann ich leider nicht. Das dachte ich mir schon. Oh, es ist euch also anscheinend ziemlich wichtig. So ist es. Also? Gut, hört zu. Der Lübecker Hafen wird immer beliebter. Noch legen zwar nicht so viele Schiffe hier an wie in Rostock oder Kiel, aber unser Hafen entwickelt sich zusehends. Sagt uns endlich, was wir wissen wollen. Und das würde ich ja gern.
Aber bei den vielen See- und Flussschiffen, die pro Tag anlanden, und dazu noch die kleineren Privatboote, da ist es fast unmöglich, alles im Kopf zu haben. Herr Gott, ihr habt aber sicher so ein Buch, in dem alles fein säuberlich eingetragen wird. Oha, die Herren kennen sich aus. Aber selbstverständlich gibt es so ein Buch. Und ich wäre ein schlechter Hafenmeister, wenn ich keines hätte. Dann bitten wir euch hiermit inständig einmal in diesem Buch nachzusehen. Spart euch diesen Sarkasmus. Folgt mir. Wir betraten die kleine Holzhütte auf dem Steg. Die Wände waren mit diversen Zeit- und Lageplänen gepflastert. Bücher stapelten sich auf und neben einem Regal. Der kleine Schreibtisch war mit Papieren und Unterlagen überhäuft. Wir interessieren uns für ein Schiff oder einen Kahn, der Donnerstag hier anlaufen soll. Nun, ihr wisst schon, dass ein Kahn etwas ganz anderes ist als ein Schiff. In der Unterhaltung fiel der Begriff Kahn. Aha. Gut, ein Kahn also. Wir wollen mal nachsehen, wer für Donnerstag angemeldet ist. Dieser Kahn soll wohl eine recht wertvolle Fracht an Bord haben. Eine wertvolle Fracht? Oh, das bezweifle ich. Warum? Nun, wenn es sich bei eurer Anfrage um einen Kahn handelt, dann transportiert dieser höchstens Kies oder Holz, vielleicht Kohle oder Eisen, also Baumaterialien, die allerdings kein besonders wertvolles Gut darstellen. Nicht das Baumaterial nicht auch seinen Preis hätte, aber... Und da seid ihr euch sicher? Selbstverständlich. Genaueres kann ich natürlich erst sagen, wenn er hier vor Anker liegt. So, Donnerstag, sagt ihr, Donnerstag, hier. Hier, am Donnerstag werden zwei Flussschiffe einlaufen. Die Travemünde und die Förde. Und? Nun ja, Kähne werden meist nach dem Einsatzort oder dem Zweck, dem sie dienen sollen, benannt. Die Travemünde zum Beispiel ist ein Spritsegler und pendelt zwischen hier und der Küste. Es ist ein Zweimaster und die Ladung besteht tatsächlich hauptsächlich aus Baumaterialien, also meistens Holz. Die Förde dagegen ist ein Gaffensegler, ein Dreimaster, versteht ihr? Einer der größten Kähne, die das deutsche Kaiserreich zurzeit besitzt. Und die auch in flachen Gewässern und Flüssen schwere Fracht transportieren kann. Die Förde verkehrt zwischen Flensburg und Rostock und macht Zwischenstationen in Kiel und Lübeck. Aber der Kahn legt nicht direkt hier im Hafen an, sondern an den Duckdalben vor der Hafeneinfahrt. Allerdings könnte dort... Was könnte dort? Nichts. Nichts. Nun lasst euch nicht jedes einzelne Wort aus der Nase ziehen. Nun gut. Das habt ihr jetzt nicht von mir. Der Kahn ist groß genug, um zusätzlich zur eigentlichen Ladung noch Schmugglerware aufzunehmen. Die könnte schon wertvoll sein. Ist aber natürlich nicht in den Büchern verzeichnet. Die Förde könnte also unser gesuchter Kahn sein? Das war jetzt natürlich nur so ein Gedanke. Es sind sehr erhellende Gedankenspiele. Vielen Dank, Hafenmeister. Ihr habt uns tatsächlich sehr geholfen. Erwartet uns also am Donnerstag. Wenn ihr es nicht lassen könnt. Meine Tür steht euch immer offen. Bis dann also. Übrigens, wenn es sich wirklich um Schmugglerware handeln sollte, dann wird sie sicherlich nicht mehr an Bord sein, wenn die Förde an den Duckdalben angelegt hat. Ihr glaubt, es passiert vor der Hafeneinfahrt? Vermutlich schon. Wenn Sie jegliches Risiko ausschließen wollen, dass die Ware entdeckt wird. Die Trave ist lang und es gibt genug Stellen, an denen man sie unbemerkt von Bord bringen könnte. Und welche Stellen würden sich da anbieten? Das kann ich euch nicht sagen. Ich bin ja kein Schmuggler. Aber ihr werdet es sicherlich herausbekommen. Ihr seid ja von der Polizei.
So, auf Wiedersehen, die Herren. Müde erreichte ich meine leere Wohnung und legte mich aufs Bett, konnte aber nicht einschlafen. Immer wieder sah ich diesen grausamen Moment vor mir, als das Henkersbeil Gröblers Hals durchtrennte, sein Kopf davonrollte und sein Blut sich in Strömen über das Kopfsteinpflaster im Gefängnishof ergoss. Unruhig warf ich mich im Halbschlaf hin und her. Karl, was ist? Kannst du nicht schlafen? Nein, diese Hinrichtung von heute früh geht mir nicht aus dem Kopf. Ach, Liebster, das verstehe ich nur allzu gut. Komm in meine Arme. Ach, Sophie, wärst du doch hier und nicht nur eine Illusion meiner Sinne. Aber ich bin tot. Du solltest mich allmählich loslassen und einen Neuanfang wagen. Dein Leben geht weiter. Ich kann nicht. Ach, Karl, so geht es nicht weiter. Du schläfst kaum noch. Willst du denn ewig trauern? Ich kann nicht einfach aufhören, dich zu lieben. Ich habe dich so sehr geliebt und konnte dich doch nicht vor der Dunkelheit schützen. Es war meine Schuld. Ich hätte die Dokumente nicht an mich nehmen sollen. Sophie. Oh, Sophie. Mein liebster Karl. Du musst lernen, loszulassen. Sonst wirst du auf ewig im Dunkeln wandeln. Und niemand wird dich dann mehr retten können. Was? Oh Gott. Ich werde noch verrückt. Wie dunkel es ist. Wo sind denn diese vermaledeiten Zündhölzer? Ah. Natürlich. Das Zimmer ist leer. Wie sollte es auch anders sein? Ach, Sophie. Ich vermisse dich so sehr. Guten Morgen, Senator Ritscher, Hauser. Guten Morgen, Plessing. Setzt euch. Danke. Habt ihr bereits etwas Neues herausgefunden? Wir waren gestern erneut in der Schiffergesellschaft. Und? Neue Erkenntnisse? Ein Unbekannter betrat die Gaststätte und erkundigte sich nach Wilhelm Hausmann. Wer ist dieser Mann? Die Wirtin nannte ihn Erich. Er stellte sich als ein Freund von Hausmann vor. Wir folgten dem Mann bis ins Lauer Holz, wo er sich mit dem Anführer der dort siedelnden Zigeuner traf, einem gewissen Franco. Es gelang uns, ihr Gespräch zu belauschen. Dabei erfuhren wir, dass Wilhelm Hausmann die Aufgabe hatte, Erkundigungen über ein Flussschiff einzuholen. Was für ein Schiff? Ein Schiff, ein Kahn. Die Förde. Ein Dreimaster, der am Donnerstag vor dem Lübecker Hafen vor Anker geht. Aber wenn ich richtig informiert bin, transportieren Kähne doch hauptsächlich Baumaterialien. Das stimmt. Will da jemand Holz klauen oder was macht die Förde so interessant? Vermutlich handelt es sich um zusätzlich gebunkerte Schmugglerware. Der Kahn ist einer der größten des ganzen Reiches. Da bleibt neben der offiziellen Ladung noch viel Platz für eine besondere Extrafracht. Soweit wir hören konnten, handelt es sich um einen Wert von 20.000 Reichsmark. 20.000 Reichsmark. Ein Batzen Geld. Aber wie passt Gröbler ins Bild? Gröbler gehörte zu einer konkurrierenden Bande, die auch hinter der Schmugglerware her waren. Er wollte Hausmann genaue Informationen über Termin und Ort entlocken.
Dieser riss sich jedoch los, rannte weg und wurde von hinten erschossen. Was Gröbler nicht ahnte, Hausmann hatte besagte Informationen bereits per Brief an die Zigeuner geschickt. Das erklärt einiges. Aber jetzt muss ich euch etwas zeigen. Folgt mir bitte. Wo gehen wir hin, Senator? Später, später. Kommt jetzt. In einer Polizeikutsche gelangten sie in den Stadtteil Bunte Kuh. Einen der äußeren Stadtteile Lübecks, südwestlich des Holzentors gelegen. Geprägt war das Arbeiterviertel durch eine große Dampfkornbrennerei und eine Ziegelei. Ringsherum waren die Behausungen der Arbeiter. Vorwiegend ärmliche Hütten. Brrr, brrr. Wir sind da. Folgt mir bitte. Wo sind wir, Senator? Warum ist hier alles so abgesperrt und was wollen diese vielen Schaulustigen hier? Mein Gott, hier sind ja fast die Hälfte aller Lübecker Polizisten versammelt. Was ist passiert, Senator? Ich muss euch etwas zeigen. Etwas sehr Unappetitliches. Ich hoffe, euer Frühstück war nicht so opulent. Kommt hier herein. Seht euch das an. Vor uns lagen 6 Männer an Händen und Füßen gefesselt. Knebel aus dicken Leinenlumpen verstopften ihre Münder und ihre Kehlen waren durchschnitten. Ein furchtbarer Anblick. Zwei Kollegen von der Wohlfahrtspolizei fanden diese Männer heute früh. Es wurde versucht, Feuer zu legen, um die Spuren zu verwischen. Aber es hat nicht geklappt. Weil es letzte Nacht geregnet hat. Richtig. Wir fanden bisher keine Erklärung für dieses Verbrechen. Aber euer Bericht von vorhin wirft ein ganz neues Licht auf diese Angelegenheit. Diese Männer müssen zu einer der Diebesbanden gehören und wurden von den Konkurrenten wohl ausgeschaltet. Nur zu welcher Bande gehörten sie? Und wer sind die anderen? Wir haben 2 Mitglieder einer Bande gesehen. Einer davon war ein Zigeuner. Lass mich mal sehen. Und Hauser? Erkennen Sie einen von ihnen? Nein. Aber wie es aussieht, sind es keine Zigeuner. Franco hat schnell reagiert. Das muss man ihm lassen. Ich werde sofort einige Männer in den Wald schicken, um das Zigeunernest auszuheben. Tun Sie das nicht, Senator. Lassen wir Sie in dem Glauben, alles hätte reibungslos funktioniert. Ihr glaubt, Sie machen einen Fehler? Davon bin ich überzeugt. Und jetzt werden wir uns in Hausmanns letzter Schlafunterkunft umsehen. Das gesuchte Haus war ein Backsteinhaus an der Kanalstraße. Neben der Eingangstür hing eine Tafel mit den Namen der Bewohner. Hier, Wilhelm Hausmann, Untermieter bei einem Fricke. Hier, Fricke Hausmann. Was ist denn das? Die Tür ist nur angelehnt. Vielleicht hängt jemand Wäsche auf oder macht eine Besorgung um die Ecke. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Um Gottes Willen. Alles voller Blut. Hier liegt eine Leiche. Eine junge Frau. Wir sind zu spät. Verdammt. Los, schauen wir uns um. Die Wohnung ist leer. Anscheinend hat ihr jemand den Schädel mit dieser Bronzestatue zertrümmert. Vielleicht ein Einbrecher, der etwas gesucht hat und von ihr überrascht wurde? Hier ist so etwas wie eine Schreibstube. Schaut. Habt ihr etwas gefunden? So ist es. Dieses Blatt lag auf dem Fußboden. Schaut euch diese Notizen an. Förde, Kücknitz, 23. März, 5 Doppelzentner, 10 Mann, Seilwinde, 2 Seile, 5 Wagen. Morgen ist der 23. Jetzt wissen wir endlich, wo sie das Diebesgut von Bord bringen bei wollen. Bei Kücknitz. Unübersichtliche Strecke. Da können sie ihre Wagen verstecken und damit die Ware ins Landesinnere bringen. Wir müssen schnellstens Senator Ritscher Bescheid geben. Kücknitz also. Leider eine sehr ungenaue Angabe. Das Gebiet ist zu groß, um es zur Gänze mit unseren Leuten überwachen zu können. Die Wagen könnten überall versteckt sein. Ihr habt recht. Wir können dieses Gebiet nicht komplett überwachen. Aber das müssen wir auch nicht. Die Zigeunerbande wähnt sich in Sicherheit und das Lauer Holz ist ihr Rückzugsort. Ich denke, sie werden den Kahn überfallen, die Schmugglerware auf die Zigeunerwagen verteilen und zurück in den Wald fahren.
Dort werden sie die Schmugglerware verstecken. Dort werden wir sie uns schnappen. Seid ihr sicher, dass die Zigeuner ins Lauerholz zurückkehren werden? Warum sollten sie nicht? Ihre Konkurrenten haben sie offensichtlich bereits ausgeschaltet. Von der Polizei haben sie nichts zu befürchten, denn der Tatort ist ja samt der Leichen abgefackelt. Und außerdem sind ihre Wagen nicht für eine schnelle Flucht gebaut. Sie werden in den Wald zurückkehren, ganz sicher. Die Ware dort verstecken und dann versuchen, Käufer für die Schmugglerware zu finden. Und wenn sie sich am sichersten fühlen, haben wir sie bereits umstellt. Alles andere ist dann nur noch ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel? Nun ja, vielleicht nicht ganz, aber... Meine Herren, ich zähle auf euch. Nehmt euch so viele Polizisten, wie ihr braucht. Ich will den Verantwortlichen für diese schauerlichen Morde auf dem Schafott sehen. Danke, Senator. Jedenfalls wird es euer Verdienst sein, wenn ich bald wieder ruhiger schlafe. Am späten Abend des 23. März 1874 kam die Nachricht, dass die Förde kurz vor Lübeck gesichtet wurde. Sofort machten sich 100 Polizisten auf ins Lauerholz. Sie umstellten den Lagerplatz der Zigeuner und warteten. Psst, ich höre was. Ja, Hauser, da sind sie. Männer, sie kommen. Haltet euch bereit. Macht die Wagen leer und bringt die Beute zu dem Platz bei den drei Linden. Beeilt euch! Franco! Ehrlich, mein Guter! Dank euch sind wir die größten Schurken im Reich! Ja, aber haltet eure Freude noch zurück. Warum? Noch haben wir kein Geld. Die Männer könnten auf dumme Ideen kommen. Ehrlich! Ich kann mich auf meine Leute felsenfest verlassen. Und das Geld... Es wird schon kommen, da mache ich mir keine Sorgen. Dennoch, überlasst mir eine dieser Waffen. Ich werde sie unseren Interessenten präsentieren und vorführen. In Ordnung. Tarkan, gib unserem Freund hier einen Revolver. Er wird ihn unserem Kunden zeigen. Danke. Ich werde morgen wieder zurück sein. Gebt das Zeichen. Polizei! Keiner rührt sich vom Fleck. Das Lager ist umstellt. Widerstand ist zwecklos! Ehrlich! Ehrlich, gib mir die Waffe! Seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt doch jetzt nicht schießen. Sie werden das Feuer erwidern. Es wird ein Blutbad geben. Das ist mir egal. Die kriegen mich nicht. Franco! Wirf die Waffe weg! Oder... Oder was? Eure Männer haben sich bereits ergeben. Gebt auf! Glaubt ihr etwa? Ich hätte Angst vor euch! Franco! Weg mit der Waffe! Verdammt, dieser Idiot! Plessing! Oh Gott, Plessing! Hilfe! Ich brauche eine Trage, holt einen Wagen! Plessing ist getroffen! Erich Zimmermann und Tarkan Medbach wurden von 4 Justizwachtmeistern in den Gefängnishof begleitet. Medbach schien gefasst. Erich Zimmermann dagegen sah man seine Angst deutlich an. Die Morde an den 6 Männern, die in Bunte Kuh aufgefunden wurden, konnten ihnen zweifelsfrei nachgewiesen werden. Das Urteil: Tod durch das Beil.
Wir hören das Urteil. Die Verurteilten Tarkan Matbach und Erich Zimmermann wurden des mehrfachen Mordes überführt. Er war es. Ganz alleine. Glaubt mir. Schweigt! Fahrt fort. Nein! Es ist alles ein schrecklicher Irrtum. Ich wusste nichts von diesen Morden. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Glaubt mir doch. Bitte! Ich glaube, wir überspringen die Urteilsverlesung. Wenn es euch nichts ausmacht. Scharfrichter? Euer Ehren, bitte. Ich bin unschuldig. Der Henker nickte respektvoll. Dann gab er seinen Knechten ein Zeichen. Die beiden packten Tarkan Matbach, drückten seinen Kopf auf den Richtblock und im nächsten Augenblick durchtrennte das schwere Beil einmal mehr den Hals eines Verurteilten. Oh Gott, nein, nein! Ich flehe euch an. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Es ist vorbei. Wieder einmal. So eine Hinrichtung gibt mir keine Genugtuung, Hauser. Die beiden hätten für den Rest ihres Lebens auch hinter Gittern sitzen können. Durch diese Exekutionen machen wir uns in gewisser Weise mit den Mördern gemein. Der Unterschied ist nur, bei uns ist Töten erlaubt. Ich hoffe inständig, dass die Todesstrafe eines Tages abgeschafft wird. So, nun muss ich gehen. Die Revolver und Gewehre müssen wieder zurückgeführt werden. Und das gibt eine Menge Papierkram. Guten Tag, die Herren. Und ich werde unseren Invaliden im Rollstuhl wieder ins Krankenhaus bringen. Macht euch nur über mich lustig, Hauser. Ich habe euch gesagt, bleibt lieber im Bett. Es wird viel zu anstrengend für euch. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ja, ja, ja. Immer glaubt ihr, alles besser zu wissen. Ich glaube es nicht. Ich weiß es besser. Seid verflucht, Hauser. Wenn ich erst wieder auf den Beinen bin, werde ich euch zeigen, wer zuletzt lacht.